Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Astara, Schatten im Schnee. Yo, 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 das ist das geilste Maker-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Shadow und der sieht aus wie Sido. Ich finde Sido ja voll cool. Er ist mir nicht nur ein geistiger Mentor, sondern erfüllt auch erfolgreich die emotionale Leere in mir. Ja. Yeah. Und der sitzt im Zug mit so einem Typ namens Merchis und die beiden spielen Privatdetektiv. Moment! Wieso sind die Protagonisten von Maker-Spielen eigentlich immer Privatdetektive? Und dann kommt die in so eine Stadt namens Estera und da ist einer tot. Der ist aber nicht nur tot, sondern der ist getötericht worden. Und der Töter ist noch auf freiem Fuß. Und deshalb müssen Sido... Ja, Entschuldigung. Deshalb müssen Shadow und Merchis den Töterer finden. Und dann sagt denen so einer, dass dem Schlüssel geklaut wurde. Ich habe auch schon Leute verprügelt, um an deren Schlüssel ranzukommen. Meistens an ihre Autoschlüssel. Aber heutzutage rufen die gleich die Polizei und dann kriege ich wieder eine Anzeige und muss wieder Sozialstunden leisten. Leider ist in unserer modernen Welt kein Platz mehr für ein bisschen schönen Darwinismus. Das war aber kein normaler Schlüssel, sondern eine Gruselgeige. Nee, Moment, das war keine Gruselgeige. Ah, ich habe mir das Wort auf so eine bestimmte Art und Weise gemerkt. Weil ich habe kürzlich so einen Volkshochschulkurs besucht, da ging es um Gedächtnistraining. Und da habe ich gelernt, wie man sich eine Eselsbrücke baut. Und der Schlüssel hieß so wie das Musikinstrument, das immer gespielt wird, wenn es in einem Horrorfilm gerade so richtig spannend wird. War es vielleicht die furchtbare Fiedel oder das Cembalo des Grauens? Es war ein Horrorklavier. Jemand hat der Leiche ihr Horrorklavier geklaut. Und nebenbei noch Arme und Beine ausgerissen. Und um sowohl den Mörder als auch das Horrorklavier zu finden, ziehen die beiden los und befragen alle Leute. Und das sind alles irgendwelche Magier. Ebenenmagier. Schöpfungsmagier. Ich glaube, zu jeder Sorte gab es irgendwie einen Magier. Und wenn die alle befragt haben, sind 10 Minuten vergangen. Und dann ist Nacht und die gehen beide schlafen. Und am nächsten Tag gehen sie wieder alle Leute befragen. Und als sie die Leute fertig befragt haben, sind 10 Minuten vergangen und es ist wieder dunkel und die gehen schlafen. Echt jetzt, wie schnell dreht sich die Sonne in Estera? Aber bevor sie schlafen, macht's irgendwo so... Und dann hat sich einer erhängt. Und das war kein Unfall, sondern es war wieder getötetete. Also der eine ist getötet worden. Mit dem Horrorklavier. Denn eigentlich dachten die zwei, sie hätten das Horrorklavier. Aber es war nur eine Fälschung. Und jetzt müssen sie rausfinden, welcher Magier das gefälscht hat. Und dazu müssen sie wild um sich schießen, durch die Stadt rennen. Und sich actionreiche Kämpfe gegen die Magier... Ach nein, sie müssen sie alle befragen. Und als das passiert ist, wissen die immer noch nicht, wer der Töterer ist. Und wer das Horrorklavier kopiert hat und wer das echte Horrorklavier besitzt. Aber dann sitzt da so ein Typ, der hat eine Schildmütze auf und sitzt den ganzen Tag nur rum. Das könnte glatt ich sein. Man hat mir ein Maker-Spiel gewidmet. Boah, tight. Und das Geilste ist, der Typ löst den ganzen Fall. Das war so tight. Und alle bedanken sich bei Shadow und Merchis dafür, dass sie den Fall so geil gelöst haben. Dabei haben sie alle Leute nur zugetextet. Ich weiß gar nicht, was ich als Spieler Tolles vollbracht habe, um den Fall zu lösen. Ging irgendwie alles so von selber, ne? Jedenfalls weiß ich jetzt, was ich mit meinem Leben machen werde. Wenn ich einfach mehr rumsitze und eine Schildmütze trage und nichts tue, werde ich noch wahre Wunder vollbringen. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erst mal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey! Und ihr wisst ihr was, ich brauche gar keinen Job. Ich gehe jetzt wahllos Leute zutexten. Hey, die da hinten haben... Au! Mann, war doch nur eine Frage, verdammt!